Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine Webseite, mit der ihr Instagram-Accounts kaufen und verkaufen könnt und wie ihr damit Geld verdienen könnt. Das zeige ich euch jetzt direkt. Ganz zum Anfang wollte ich aber noch mal ganz kurz eine Frage beantworten. Und zwar hatten einige jetzt schon geschrieben, ob denn dieser Xeninja-Account, beziehungsweise ja die Xenia, ob das ein zweiter Account von mir ist und ich mir sozusagen die selber die ganze Zeit Kommentare schreibe. Das ist nicht so. Das hatten auch schon einige richtig gesagt. Das ist meine Freundin. Dankeschön an dieser Stelle an dich. Es ist immer super, dass du mich so supportest. Finde ich super. Und ja, wollte einfach mal an dieser Stelle Danke sagen an dich. Du bist die Beste. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter hier mit dem Video. Genau. Und zwar, die Webseite, mit der wir uns heute befassen, ist Social Tradia. Und was kannst du auf dieser Webseite machen? Auf dieser Webseite kannst du, wie es im Titel schon steht, Instagram-Accounts kaufen und verkaufen. Ganz am Anfang sei dazu gesagt, man sollte immer, bevor man hier einen Instagram-Account kauft, den bei allen möglichen Traffic-Trackern sozusagen nachgucken, unter anderem Social Blade und noch allen möglichen anderen Plattformen und gucken, ob die Follower, die hier generiert wurden, echt sind, weil es kann auch ganz oft sein, oder relativ oft letztendlich, ist ja klar, dass es da immer ein paar schwarze Schafe drunter gibt, dass diese Accounts einfach gekauft wurden, dass da Follower gekauft wurden mit Bots und die jetzt hier dick abcashen wollen. Deswegen immer genau nachgucken, wo die Follower herkommen und ob die sozusagen, ob die Follower auch gar nicht aufgebaut wurden. Das sieht man ja, das müsste immer so eine Kurve sein, die dann immer höher steigt sozusagen. Oder ob da so ein riesen Peak drin ist und der Account hat von dem einen auf den anderen Tag irgendwie 30.000 Follower mehr. Genau, also. Hier gibt es dann verschiedene Kategorien bei Social Tradia. Es gibt hier alles Mögliche, also Fitness, Sport und alles. Und dann hier natürlich die Follower Range. Also ich würde hier mal vielleicht zwischen 5 und 10k gucken. Es gibt natürlich allen möglichen Schwachsinn dazwischen, also das ist ja natürlich ganz klar. Ich würde hier mal ein bisschen gucken nach Blogs vielleicht, beziehungsweise auch nach Sportkanälen. Man muss hier natürlich so ein bisschen gucken, 233.000 Follower. Man muss halt hier bei der Fußballnische zum Beispiel sehr darauf achten, dass man hier keine Videorechte verletzt. Da sollte man darauf achten. Was meiner Meinung nach immer sehr interessant ist, sind hier solche Autoseiten, beziehungsweise hier zum Beispiel auch diese Bikers Club Website, Instagram-Seite. Die finde ich sehr interessant, die beiden, weil ja, ich bin selber in der Autonische aktiv auf mit einem Instagram-Account und ja, da sind die Klickraten sehr, sehr hoch und auch sehr interessant. Und letztendlich Cars World und Bikers Club sind jetzt, schätze ich mal, keine Instagram-Namen, wo hier irgendwie Großfollower gekauft wurden. Ich kann mich natürlich auch irren. Die haben 233.000 Follower und die sind hier 3.000 Euro angeschlagen. Du kannst das hier natürlich direkt kaufen, aber ich würde immer eine Offer machen. Letztendlich wirst du den wahrscheinlich auch für 2.200 oder so bekommen. Da müsste ich den Account jetzt natürlich mal bei Instagram direkt angucken, sehen, wie oft er was postet. Das ist sehr, sehr wichtig. Also eigentlich, wenn du einen richtig guten Instagram-Account hast, postest du da mindestens, ja, wie ich schon in vielen anderen Instagram-Videos gesagt habe, so ein bis zweimal am Tag mindestens. Da das schaffe ich selber auch nicht immer, aber schon immer durchschnittlich, beziehungsweise meistens schon. Ja, und hier zwischen diese Accounts, diesen vielleicht, und die wären hier noch interessant vielleicht, aber hier solche Accounts, da weiß man, die sind einfach nur angelegt, um Follower zu generieren und dann die hier weiter zu verkaufen. Also bei solchen würde ich gar nicht anfangen, bei solchen Accounts. Wir sehen hier, ja, wir haben jetzt hier relativ teure natürlich. Wir gehen jetzt auch nochmal hier zu Accounts, die was günstiger sind. Da wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Hier diese Lovely Dogs, die würden vielleicht auch noch sehr gut gehen. Gerade in der Hundenische auch extrem hohe CPM-Raten. Also zum einen, was du sozusagen von Traffic-Quellen bekommst, aber auch wie viele Leute da pro 100 Leute draufklicken. Also ich schätze mal, die Klickrate bei den in der Hundenische, beziehungsweise generell in der Tiernische, wird so bei knapp 7 bis 8% sein und normal sind so 4 oder so. Ja, hier solche Sachen, die braucht man sich echt nicht angucken. Ich würde hier wirklich vielleicht auch nochmal die Autonische, jetzt sind es hier gerade 2.000 Follower und den Namen, da sollte man auch immer sehr drauf achten, was das letztendlich für ein Name ist. Ja,
Ich habe dir jetzt heute mal gezeigt, worauf du achten sollst, was das hier für eine Webseite ist. Und ja, du könntest dir dann jetzt rein theoretisch so einen Account kaufen, sage ich mal, den übernehmen, auf 10.000 Followern wachsen lassen. Dann kannst du ja in deinen Stories Links teilen, darüber dann ein Produkt zum Beispiel vermarkten oder Affiliate Marketing betreiben und darüber dann Geld verdienen. Oder du ja, pushst den Account sozusagen auf 10.000 Follower und verkaufst ihn dann hier halt wieder. Wenn wir jetzt hier sehen, der kostet jetzt 110 € für 2.000 Follower. Wenn wir jetzt hier mal reingehen und gucken, wie viel so ein 10.000 Follower-Account kostet, der kostet schon 220. Also ja, da siehst du mal, was das für eine Preisrange ungefähr ist. Hier 8 Follower, 210 schon, also hier 220. Also du würdest das Doppelte sozusagen machen. Und ich sag euch so, das Schwerste sind die ersten 1.000 Follower. Und danach geht alles super, super schnell. Also mit 2.000 Followern, wie gesagt, guck dir das vorher nochmal bei Social Blade oder so an. Aber wenn der organisch gewachsen ist, dann wirst du auf jeden Fall diesen Account innerhalb von 4 bis 6 Wochen auf jeden Fall über 10.000 Follower bekommen. Ich weiß, das hört sich nach krassen Zahlen an. Habe ich vor 5 Monaten auch noch gesagt. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe einen Account von null auf an aufgebaut, habe mir 2 Shoutouts gebucht ja, bei einem Kollegen sozusagen in der Nische. Aber die haben nicht so gut funktioniert. Und ja, bis von da aus an ging es halt eigentlich steil bergauf. Ich habe jeden Tag meine Postings gemacht und ja, der Instagram-Account wird schätze ich mal heute oder morgen die 20.000 Follower knacken. Wie gesagt, Update-Videos kommen dann natürlich auch noch zu auf meinem Kanal hier. Wie du mit Instagram wirklich ja, den Account von null auf anbaust, habe ich schon sehr viele Videos darüber gemacht. Wenn du es ein bisschen schneller sozusagen machen möchtest, beziehungsweise wirklich schneller Geld verdienen möchtest, dann hierüber. Ich würde sagen, ja, hier so ein Account mit 5.200 Followern, auch wenn es tote Follower in Anführungszeichen hier viele tote Follower natürlich bei sein werden, werden die Leute trotzdem schneller abonnieren, wenn du hier 233.000 Follower hast oder so. Ja, da ist sozusagen ein höheres Sicherheitslevel für die Leute auf Instagram da und dann ja, abonnieren die Leute halt schneller. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du sozusagen wirklich ja, am Anfang diese Steps überspringen willst, dann ist hier auf jeden Fall diese Webseite auf jeden Fall was für dich. Ja, ich habe dir jetzt heute mal gezeigt, wie du hier wirklich Geld verdienen kannst, beziehungsweise wie du mit dieser Webseite Geld verdienen kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, Dankeschön nochmal, ein riesen Dankeschön nochmal an meine Freundin und natürlich auch ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr so zahlreich immer kommentiert und dass ihr ja, den Kanal hier abonniert habt und ich freue mich immer sehr, hier Videos für euch machen zu dürfen. Und wie gesagt, jeden Tag werden hier weiterhin 2 Videos kommen. Ist zwar ein bisschen anstrengend ab und zu mal, gerade noch, ich bin noch in der Schule, aber so ist es nun mal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr weiterhin mit dabei sein wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Ja, und sonst würde ich erstmal sagen, wir sehen uns hoffentlich in dem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.